Willkommen zu einer neuen Folge Mythenjäger in Los Santos. Ein mysteriöser Fall schockiert alle Leute. Heute Abend wurde eine Person gesichtet, die in einer Gasse in der Innenstadt erledigt wurde. Ein Mensch kann nicht der Täter gewesen sein. Die einzigen Hinweise, die auf diesen Fall hindeuten, sei eine lila Katze. Sein Name Catnap. Eine Spielzeugfigur der Smiling Critters, die verboten wurde, weil Kinder berichtet haben, dass diese Katze einen Albträume macht und einige Kinder sogar verschwunden sind. Sollten Sie die Figur Catnap bei sich zu Hause haben, schmeißen Sie sie sofort weg. Yo Leute, was geht? Freunde, es ist was ganz Merkwürdiges in Los Santos passiert. Und zwar gibt es einen mysteriösen Fall, den die Polizei gerade untersucht. Und zwar habe ich die letzte Episode Mythenjäger gesehen. Es soll nämlich irgendetwas mit einer komischen Katze namens Catnap zu tun haben. Wir fragen einfach mal die zuständigen Leute. Ey, Mr. Officer, wissen Sie vielleicht, was hier passiert ist? Ey, aus dem Weg, Leute. Officer, können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Hey, keine Fotos hier, bitte. Das ist ein Tatort. Und Sie, Mister, Sie sind kein Reporter, oder? Leute, lasst uns den mal überzeugen, dass ich tatsächlich ein Reporter bin. Vielleicht, indem ihr alle mal auf den Like-Button draufdrückt. Alle mal Likes da lassen. Und wenn wir schon mal 1000 Likes schaffen, dann haben wir auf jeden Fall definitiv die Lizenz dazu. Komm, alle mal ein Like da lassen. 3, 2, 1 und... Officer, reicht das Ihnen? Bin ich ein Reporter? Okay, ich sehe, Sie haben ziemlich viel Reichweite und eine starke Community-Leserschaft hinter sich. Okay, kommen Sie da hinten. Ich erzähle Ihnen die Details. Oh, danke schön. Oh mein Gott, Leute. Wir werden das Ganze nämlich jetzt aufklären. Hier ist etwas mit dieser Frau passiert. Okay, gibt es irgendwelche Details? Wie Sie sehen können, wurde eine Frau hier eiskalt erledigt. Zeugen haben gesagt, dass sie vorher irgendwie durchgedreht sei und andere Menschen angegriffen hat. Daraufhin wurde sie erledigt. Wir haben leider keine Fingerabdrücke feststellen können. Alles, was wir gesehen haben, war eine lila Katzenpuppe. Ich habe das Ganze mal analysiert. Es soll sich um eine der sogenannten Smiling Critters handeln. Catnap sein Name. Diese Figur wurde allerdings vor ein paar Wochen verboten, da sie in Zusammenhang mit vielen Leuten steht, die danach durchgedreht seien. Und da wir keine Fingerabdrücke von irgendeinem Tatverdächtigen haben, glauben wir, dass es vielleicht die Person selber war. Also, sind Sie sich da sicher? Okay, Leute. Angeblich gibt es keine Fingerabdrücke von irgendwelchen Tätern. Aber irgendjemand muss das ja gewesen sein. Vielleicht war es ja diese lila Katze namens Catnap. Ihr alle kennt ja Catnap, Leute. Aus dem Spiel Poppy Playtime Chapter 3, das wir übrigens jetzt zu Ende gespielt haben. Super spannend. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch die drei Videos dazu an. Lohnt sich. Eines der besten Spiele im Horrorbereich 2024. Okay, schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir noch irgendwas anderes, was uns weiterbringen kann. Irgendetwas, das, naja, vielleicht uns Hinweise zu diesem Catnap bringt. Hört ihr das Geräusch? Was ist das? Wo kam das her? Wer hat das gesagt? Das kam von da hinten, Leute. Irgendwie verstehe ich nicht. Dieser Ort zieht mich magisch an. Was hat es damit auf sich? Hier hinter dem Container ist etwas. Was ist das? Oh mein Gott. Leute, das ist Catnap. Die Plüschfigur aus dem Spiel Poppy Playtime. Meint ihr, wir sollen die mit nach Hause nehmen? Ich meine, es ist nur eine Plüschfigur. Die kann doch gar nichts anhaben, oder? Die kann sich doch nicht bewegen, oder? Ja, weißt du was? Ich habe heute eh nichts anderes zu tun und Franklin Jr. braucht ein neues Plüschtier irgendwann, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Wir nehmen den einfach mal mit. Vielleicht ist es eine Überraschung für ihn. Okay, Leute, ich nehme die Puppe einfach mal mit. Mal gucken, Leute, wie sie sich bei uns zu Hause so schlagen wird. Aber ich finde die eigentlich ganz süß, Leute. Mit diesen dunklen Augen. Ja, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Leute, wie findet ihr Catnap? Kann man ihm vertrauen? Ja oder nein? Ab in die Kommentare. Bringen wir ihn aber erstmal nach Hause. So, ich bringe ihn erstmal hier auf den Boden. So, binden wir den los. Okay, ich habe diese kleine Figur jetzt einfach mal hier in die Ecke getan. Ich weiß noch nicht, wo ich sie hinstellen soll. Lassen wir sie erstmal dort liegen, Leute. Und gucken erstmal ein bisschen Fernsehen. Ich habe richtig Bock, mal mir eine nice Serie anzusehen. So, was haben wir im Fernsehen? Oh, Alter, wie cool. Es gibt sogar eine eigene Serie von diesen sogenannten Smiling Critters. Let's go. Alter, die Musik ist ganz cool, muss ich sagen. Okay, gönnen wir uns mal diese Folge. Oh, die sehen eigentlich ganz süß aus, sage ich euch. Ich glaube, Franklin Jr. wird die mögen. Ey, und das Catnap, Leute. Oh, und die fangen an zu lächeln auf jeden Fall. Okay, er macht jetzt diesen Rauch, damit diese Leute einschlafen können. Huh. Und jetzt fangen sie auf jeden Fall an zu Oh. Okay. Oh. Oh, okay. Was? Die Folge ist vorbei und...
Jetzt ist mein Fernseher ausgegangen. Habt ihr das gerade gehört? Wo kam das Klopfen her? Hallo? Hat jemand geklopft? Wer war das? Hallo? Hier ist jetzt aber niemand. Catnap? Ist das, Leute? Ich glaube, das war ein Fehler, diese Puppe mitzunehmen, oder? Oh, mal gucken, Leute. Ich check mal, was mit dieser Figur jetzt so abgeht. Wartet mal. Nein. Wo ist Catnap? Ich habe ihn hier hingelegt. Hier war niemand im Haus. Hallo? Ist jemand in meinem Haus? Oh, es klingelt jetzt sogar noch. Oh, ich weiß nicht so richtig, Leute. Soll ich an die Tür gehen? Ich habe Angst. Aber gut, komm. Wir machen es einfach. Vielleicht ist es ja der Pizzalieferant oder derjenige, der Catnap hatte. Oder ist es vielleicht die Polizei? Man weiß es ja nie. Wir schauen mal nach. Ich hoffe, es ist nicht Catnap. Bitte. Hallo? Oh. Poppy? Und Cassie Missy? Hey, was macht ihr denn bei mir? Wie komme ich zu der Ehre, euch beide wieder zu sehen, nach 2 Jahren gefühlt? Was macht ihr hier in Los Santos? Franklin, es ist etwas Schreckliches passiert. Bitte. Wir brauchen deine Hilfe. Du bist unsere letzte Hoffnung. Keine Sorge, Kissy Missy ist freundlich. Sie wird dir nichts tun, auch wenn sie gefährlich aussieht. Wir brauchen deine Hilfe. Etwas Schreckliches ist in der Spielzeugfabrik passiert. Du musst uns dahin begleiten. Bitte. Ich weiß nicht so recht. Ehrlich gesagt will ich mit dieser Sache gar nichts zu tun haben. Und ich weiß es nicht. Ach komm schon. Ich weiß, dass ihr das seht, das Video. Habt ihr schon einen Daumen nach oben da gelassen? Nur so weiß er, dass er da unbedingt hin will. Drückt den Daumen nach oben. Bringen wir ihn dazu, die Fabrik zu betreten, um uns zu helfen. Ey! Na klar! Ich bin dabei. Auf jeden Fall. Klar, was soll ich tun? Wo geht's lang? Komm mit mir. Wir gehen in den geheimen Eingang in die Spielzeugfabrik. Dort wird die Gefahr uns nicht erwischen. Auf zum Strand. Okay, dann würde ich sagen, Leute, machen wir uns mal auf den Weg zum Strand mit Kissy, Missy und Poppy. Oh, warum muss Kissy im Beifahrersitz sitzen? Muss das sein, Kissy, Missy? Wieso sitzt du hier? Alter, oh mein Gott, sorry. Ich muss selber gucken, wo ich hinfahre auf der Straße. Na gut, machen wir uns auf den Weg zum Strand. Wir gehen in die komische Spielzeugfabrik aus Poppy Playtime, Chapter 3. Wow, okay. Ich sehe nur eine Spielzeugburg. Wo ist diese Fabrik, von der ihr redet? Der Eingang zur Fabrik sollte auf dem Bällebecken sein. Aber es gibt ein Detail, das du wissen musst. Ich erkläre es dir, wenn du oben bist. Okay, alles klar, Freunde. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass es etwas mit diesem sogenannten Catnap zu tun hat. Aber machen wir uns mal auf den Weg zu diesem merkwürdig aussehenden Bällebecken. Es klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Ich hoffe, dass es auch spaßig ist und nicht gruselig. Na gut, klettern wir rauf. Okay, ich bin oben, Poppy. Ich bin da. Wait, was ist mit diesem Typen da hinten passiert? Oh nein, einen hat's erwischt. Aber das Gute ist, er hat eine Gasmaske. Die wirst du brauchen, Franklin. Das ist der geheime Eingang zur Fabrik. Aber du siehst diesen mysteriösen lila Rauch? Der Rauch wurde von Catnap freigesetzt. Einer lila Katze, die für Dunkles und Böses sorgt und alle unsere Kreaturen durchdrehen lassen hat. Unter anderem auch Huggy Wuggy. Kissy Missy hätte auch fast erwischt, aber ich konnte sie beruhigen. Was auch immer du da drinnen tust, nimm die Maske nicht ab. Alles klar. Es hat doch etwas mit dieser Katze zu tun namens Catnap. Und er scheint doch ein bisschen gruseliger und böser zu sein. Wenn ich diesen Rauch einatme, werde ich vermutlich durchdrehen oder einschlafen. Ich glaube, es war genau das gleiche wie bei der Smiling Critters Episode, die wir gerade im Fernsehen gesehen haben. Na gut, dann nehmen wir mal diese Gasmaske von dem an und trauen uns mal hinein, würde ich sagen. Okay, Leute. Franklin ist auf jeden Fall ausgerüstet. Das schon mal gut. Und deswegen gehen wir mal rein, Leute. Auf ins Bällebecken. Und rein geht's in die merkwürdige Fabrik. Und rein da. Oh. Okay, Leute. Wir sind wohl jetzt im Inneren der Poppy Playtime Fabrik. Alles klar, dann gehen wir mal hier durch und schauen uns mal an, was hier uns erwartet, Leute. Oh, was ist das? Das sieht aus nach Huggy Wuggys Mund. Sieht aber jetzt nicht so wirklich einladend aus, sage ich euch. Aber was liegt da unten, Leute? Hey, nein. Was ist das? Leute?
Oh, sie haben Hagiwagi erledigt. Was auch immer das war. Dieses Monster hat Hagiwagi auseinandergenommen. Und wenn es Hagiwagi zerstören kann, dann muss es ziemlich mächtig sein. Ich darf die Maske unter keinen Umständen abnehmen. Das hat Poppy gesagt. Weil dieser rote Rauch hier irgendwo ist. Und wenn ich den einatme, habe ich ein großes Problem. Aber wir müssen erstmal durch diesen Mund durch. Okay, dann klettern wir da einfach mal durch, würde ich sagen, oder? Alter. Das ist ja eine Rutsche gewesen, ey. Okay, erkunden wir mal die Map weiter, Leute. Warte mal. Leute, ist das Catnap? Das ist er. Das ist dieses Monster, aber in größer und gruseliger. Oh nein, der ist da jetzt durchgelaufen. Leute, ich bin hier wirklich, ich fühle mich unwohl. Kissy, Missy, Poppy, seid ihr hier? Hey, Franklin. Oh. Und? Hey. Hast du ihn gesehen? Ja. Ja, ziemlich gruselig, nicht wahr? Aha. Catnap ist sehr gefährlich. Und er hat Schlimmes vor. Er dient nämlich dem sogenannten Prototyp. Und er will alle Playtime-Kreaturen zu einem einzigen gemischten Monster zusammenfassen. Du musst ihn aufhalten. Dreh den Rauch ab. Alles klar. Dankeschön, Kissy und Poppy, für den Hinweis. Ich habe ihn aber gerade dann noch gesehen, Leute. Catnap ist da gerade rumgelaufen noch. Wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten definitiv Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Aber wir sind durch die Maske geschützt, also ist das schon mal gut. Okay, wir sollten also jetzt weiter durch die Fabrik gehen. Wir finden schon irgendwie eine Lösung raus, wie wir diesen Rauch abstellen können. Also, Sesam, öffne dich! Okay. Oh. Leute, da ist dieser Rauch. Okay, wenn wir da jetzt dahinter durchgehen. Aber wir könnten das einatmen, ne? Also wir haben ja diese Maske an. Die wird uns also nichts tun. Seht ihr? Alles ist gut. Oh, aber der rote Rauch ist jetzt... Oh, der ist jetzt hier. Oh ja. Alles klar. Wenn wir jetzt die Maske abnehmen würden, hätten wir jetzt ein Problem. Alles klar, Leute. Ich glaube, kein Grund zur Sorge. Seht ihr? Hier ist kein Rauch mehr. Alles gut. Da müssen wir jetzt nur weiter... Oh! Ah, nein, 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 mein Glas, mein Helm, meine Maske, Poppy, Poppy, meine Maske ist kaputt, hallo, Poppy, Poppy, ich verstehe dich nicht, die Verbindung ist ganz schlecht, Poppy, jetzt red doch mal, hallo, okay, Leute, ich glaube, die Maske kann ich jetzt nicht mehr haben. Ich muss sie leider abziehen. Sie ist zerbrochen. Sie bringt nichts mehr. Okay, Leute, ich habe jetzt leider diese Maske ausgezogen, die Gasmaske. Sie ist leider kaputt gegangen, weil ich gestolpert bin. Aber wir müssen es schaffen. Wir müssen es auch alleine schaffen. Und oh mein Gott, sieht das gruselig aus. Das sieht sehr gruselig aus. Alles ist voller dieser Bälle. Ich weiß nicht, wo ich diesen Schalter finden kann, um es umzuwerfen. Aber ich glaube, es sollte in irgendeinem Büroraum sein. Ich glaube, da kann man hochklettern. Gucken wir uns mal hier um. Kann man hier vielleicht durch, Leute? Das wäre echt gut, wenn wir hier dazwischen passen. Ah, nein, es passt leider nicht. Ich komme da leider nicht dazwischen. Das ist echt blöd. Dann schauen wir mal weiter. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir nicht in den Rauch gehen. Wir dürfen den roten Rauch nicht einatmen. Was ist das? Oh, da ist noch mehr von diesem roten Rauch. Aber kann ich da vielleicht runterklettern? Oh, da ist er. Da ist Catnap. Leute, da ist er. Okay, ist stehen geblieben. Nicht, dass er mich gehört hat. Alles klar, wir gehen weiter. Ich glaube, wir klettern da mal hoch. Na los, Franklin. Kriegst du es hin? Wo vorbei ist? Ich habe, glaube ich, eine andere Idee. Das geht auch. Hier kommt man auch vorbei. Es ist ein bisschen... Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Oh, okay. Es klappt, es klappt. Ich kann es hochklettern. So, alles klar. Weiter geht's, Leute. Bisher ist noch alles okay. Noch nichts von diesem roten Rauch. Alles ist gut. Alles ist gut, Leute. Jetzt muss ich allerdings es mit diesem komischen Catnap zu tun haben. Und da ist dieser rote Rauch. Wow, okay. Das eskaliert jetzt ein bisschen. Dieser rote Rauch von Catnap. Ich muss irgendwie an ihm vorbei. Er steht dort, ne? Da ist er, Leute. Er spuckt diesen Rauch gerade aus. Ich muss da vorbei. Aber es... Leute, es gibt ein Problem. Wenn ich die Situation genauer analysiere, führt kein Weg an diesem Rauch vorbei. Man muss da durchlaufen. Komm, wir riskieren es. Wir laufen durch, Leute. Oh, Alter. Hier ist alles von diesem roten Rauch. Okay. Komm, wir machen es zu. Wo ist der Knopf? Okay, ich habe nicht mehr lange, Leute. Ich sehe nicht mehr viel. Wo ist dieser Knopf? Hauen wir einfach da drauf oder so. Komm, wir machen es einfach kaputt. Los! Ja! Okay, ich habe was gehört. Oh, Franklin! Ich sehe kaum was.
Der rote raus! Zu intensiv! Oh, oh! Nein, 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 nein! So. Oh. Was? Was sagt er? Catnap? Hallo? Oh. Oh nein. Da ist er, Leute. Oh oh. Das ist nicht gut. Was willst du von mir? Ich hab dir gar nichts getan, Mann. Ich hab auf jeden Fall diesen komischen Rauch abgestellt. Das ist genau das, was du wolltest. Oh, er läuft. Er läuft. Er läuft. Lauf, Franklin. Lauf schneller. Lauf. Oh mein Gott, der erwischt mich gleich. Oh mein Gott. Er ist hinter mir her. Ah, er ist hinter mir her. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Verloren immer. Ich hinlaufe. Ich hab keine Ahnung. Es ist ein Albtraum, Leute. Das muss ein Albtraum sein. Oh mein Gott. Ist er noch da? Er ist noch da, aber ich sehe gar nichts. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Warte, ich kann ihn doch. Wo sind meine Waffen? Ich kann mich nicht verteidigen. Hey. Oh nein. Da ist er, Leute. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, ey? Ich muss unbedingt weg. Ich muss... Poppy? Ist das Poppy? Hey, du bist hier? Hey, ich hab dieses Gas abgedreht. Hey, Poppy. Hey, warum redest du nicht? Ich hab's geschafft. Ich hab Catnap nicht besiegt, aber ich hab diesen Rauch wegbekommen. Oh, oh mein Gott, was passiert hier? Was? Wow, oh, 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 oh. Wow, was? Was ist das für eine Vision auf einmal? Oh. Franklin! Hey! Bro, steh auf! Steh auf! Wo bin ich? Wow! Der ganze Himmel von Los Santos ist rot! Was? Warum sind so viele... Warum sind die ganzen Catnaps bei mir? Hallo, ich habe euch nichts getan, okay? Ich habe euch gar nichts getan, okay? Oh, 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 oh! Oh nein! Oh nein! Was machen die mit Franklin? Die essen Franklin einfach auf! Oh, nein, 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 nein. Oh. Bin ich jetzt down? Schon wieder wird er rot. Wo geht's jetzt als nächstes hin? Oh, jetzt sehe ich wieder was. Hey, Franklin Bro, wo bin ich? Alter, die gesamte Welt geht hier unter, oder? Was ist hier? Oh, nein. Catnap, was ist denn hier los auf einmal? Du willst dich schlagen, oder? Komm, ich mach dich fertig. Gute Nacht, Franklin. Es gibt kein Heilmittel. Du wirst jetzt in den ewigen Schlaf geraten. Hä, wovon reden die? Wovon? Oh! Nein! Nein! Nein, 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 wow, wow, wow. Ich hab's geschafft. Leute, ich hab ihn besiegt. Oder wie auch immer. Seht mal, der rote Rauch ist verschwunden. Der ist nicht mehr da. Oh nein, ich will nicht wieder in die Fabrik zurück. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich gehe nicht zurück in die Fabrik, vergesst es, Leute. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Rauch vertrieben, den Catnap genutzt hat, damit andere Monster zu sein werden. Wo sind eigentlich Poppy und Kissy? Wo sind die beiden? Hm, naja, wahrscheinlich dachten die, ich schaff's nicht mehr, weil die Verbindung schlecht geworden ist. Aber egal, auf geht's nach Hause. Wir haben es geschafft. Oh, Leute, meine Güte, war das auf jeden Fall ein Abenteuer, sage ich euch. Nein. Was? Kissy? Poppy? Was ist passiert? Hat er das etwa angetan? Moment. Hört ihr das? Die TV-Show geht wieder los. Hier, das ist der Intro-Song von, hier. Smiling Critters. Oh nein. Es ist wieder die gleiche Szene wie letztens. Und da ist diese Catnap-Szene schon wieder. Oh nein. Und da war das Klopfen. Leute, wenn ihr Part 2 haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus und rein und ciao.